Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. In der letzten Folge hat uns der giftige Niederschlag geeilt und ich würde mal sagen, wir bauen hier überall zwischen die Gänge Dächer, damit die Leute halt wissen, dass sie da langlaufen dürfen, ohne direkt vergiftet zu werden. Das soll dann soweit auch funktionieren. Ganz genau. So, jetzt zerstört mir der giftige Niederschlag hier die Ernte. Wir könnten ja schnell mal hier alles abernten. Dann stelle ich mal wirklich alles von Reinigen auf Ernten um. War schon abgeschlossen, Waffenschmied. Das ist doch schön. Dann gehen wir weiter auf Rückstoßlader, damit wir endlich mal Richtung Geschütztürme kommen. Mörser wären auch wichtig, falls wir mal belagert werden. So, zurück zu dem... Und ja, ihr habt recht. Ich habe Nathalie umgestellt. Das hätte ich eventuell auch mal überprüfen können. So... Wer war denn unsere nächste Nachteule? Coco? Coco, wo steckst du? Bio? Jawohl, Coco ist es. Beschränkungen? Dann hat diesmal bitte die Coco. Danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, weil das hätte ich gar nicht gecheckt. Und ihr dürft halt so gesehen. Beziehungsweise du darfst dir deinen Tag auch so einteilen, wie du möchtest. Und du machst bitte zur selben Zeit Brotzeit wie Rebecca. Wunderbar. Arbeit. So, dann gehen jetzt bitte alle auf Weitarbeit. Aber wirklich jeder. Naja, vielleicht bis auf die, die es nicht können. Weil die Ernte ja nicht zerstört haben. Die sind ja immer vorne mit dabei. So, lass mich raten, ich muss die Safe Zone nochmal ausweiten, oder? Kurzfristig. Oder Moment. Mal schnell alles auf Heim stellen. So, wunderbar. Macht ihr mal. Na gut, jetzt ist hier erstmal Mittagspause. Na gut, Ernte niedergeschlagen. Wenn wir schon dabei sind und alles auf Transport, dass auch alles reingeschleppt wird. Sehr gut. Nee, Gabriel, jetzt nicht anpflanzen. Kommt, bringt das alles rein. Alle. Ist doch schön, wenn ihr da direkt anpflanzen tut, aber holt doch bitte erstmal das ganze Futter von den Feldern. So. Bitte mal alles auf 3. Die mir nicht zu lange draußen rumrennt. So. Das hier dann bitte auch alles wieder auf 3. Dann geht man bitte wieder alle in die Safe Zone. Danke. Beschränkung, Schutzzone. Gut. Ja, ihr werdet da hoffentlich alle gefüttert. Ruht sich aus. Ja, ich schlafe. Priorisiere kochen. Lavalion. Ruht sich auch aus. Also, es ist Nachtzeit. Nun gut, dann kochst du. Wird bereits von Coco benutzt. Coco, wie gut kannst du kochen? Geht eigentlich.
Dann bekommen zwar ein paar Leute Lebensmittelvergiftung, aber das ist absolut in Ordnung. Gabriel spielt hier noch ein bisschen an seinem Spielbrett. So. Du bist nicht am Verhungern, bist nicht am Verhungern. Du bist am Verhungern. So, wie schaut's aus, Lorairo Weber? Habe ich auch nach lang gezogen? Ich glaube, bei dir steigt jetzt langsam der giftige Niederschlag an, ne? Alzheimer, erste Anzeichen. Ja, das ist schön. Ein Dromedar mit Alzheimer. So. Vincente, wo rennst du hin? Achso, du wohnst da. Ja, ich glaube, da könnten wir auch mal direkt über außen durch rum ein Dach hinziehen. Damit ihr da nicht durch die Seuche rennen müsst. Wie schaut es mit deiner Müllfüllung aus? 95%. 81%. Na gut. Du kannst nicht hören. Linkes und rechtes Ohr abgeschnitten. Das ist vielleicht auch besser so. Oh oh. Weißt du was? Solange wir hier nichts Besseres zu tun haben, können wir mal euch alle ein bisschen antrainieren. Ganz genau. Wobei, was mache ich denn? Es wäre doch besser, wenn wir es hier einstellen. Geht schneller. Dann werdet ihr auch gleichzeitig gefüttert beim Training. So, und falls jemand hier lang rennen möchte, kann derjenige es gerne auch machen. So, ein Unterstand ist ja schon nicht verkehrt. Wie viele Mahlzeiten haben wir und wie viel Sprit? 98. Alles klar. Windenergie haben wir noch. Im Freinahme 11 Grad, es ist 2 Uhr nachts. Vertauschen wir nach und nach noch mehr Betten aus. Natalie ist schon brav am Forschen, das ist doch schön. Robin ist wach. Das heißt, Robin bekommt jetzt demnächst auch mal ein Doppelbett. Haben wir eigentlich noch Holz? Da draußen ist noch genug Holz. Aber sparen wir uns das erstmal. Natalie kann sich auch nicht für einen Forschungstisch entscheiden. Wie schnell geht denn das? Ja, geht eigentlich. Komm, volle Kraft voraus. Und, wie ist dein exzellentes Bett? Merkst du da was? Sehr eindrucksvolles Esszimmer, sehr eindrucksvoller Aufenthaltsraum. Gut erholt. Ich habe das so richtig genossen. Endlich einmal richtig abschalten. Das war perfekt. Luxuriös gemütlich. Ich schlafe auf Wolken. Mäßige Erwartung. Ja, das ist toll. Wo haben die eigentlich meinen Hundeschlafsack hingepackt? Stoff? Stoff? Wo ist mein Schlafsack Deluxe? Wir wissen es nicht. Gut Bett? Holzbett gut? Oh ja, da läuft Rubel. Lavalion? Nee, 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 nix Reis essen. Erstmal kochen. Neuer Rekrut! Abakio. Weiblich. Ja gut, da wir noch männliche Leute haben, kann ich noch niemanden benennen. Aber wir haben ja noch genug Mädels, falls sich weibliche Zuschauer bewerben möchten. Von daher kein Problem. Ich warte da natürlich auf einen Comment. Das sollte soweit klar sein. Sonst kann ja jeder kommen.
Sancho und Lavalion kochen, was das Zeug hält. Ja, der giftige Niederschlag wird noch ein paar Tage anhalten. Was ist denn eigentlich mit dir? Geschickt und Körperpurist Nahkampf. Nee, das bringen wir dir mal anders bei. Nimm doch mal bitte die normale Maschinenpistole. Arbeit. Was kannst du eigentlich? Na gut, erstmal müssen wir deinen Tag organisieren. Du machst natürlich Brotzeit mit allen und arbeitest am Vormittag selbstständig. Am Nachmittag sag ich dir, was zu tun ist, wenn es dir nicht auffällt. Zumindest dem Plan nach. So. Was kannst du? Eigentlich gar nichts außer Nahkämpfen. Na gut. Neue Putzkraft. Aber erstmal Feuerwehr und Patient auf 1. Das mit dem Arzt lässt du schön bleiben. Mhm. Hilfsarbeit. Achso. Schalter betätigen. Gut. Bettruhe wieder bitte auf 2. Moment, du bist an Handwerk interessiert. Aber nee, wir brauchen Transport und Putzkräfte. Kuya ist momentan alleine damit beschäftigt. Wie sieht es denn bei den anderen Kandidaten aus? Noch 22 Widerstand. Noch 12 Widerstand. 4,3 Widerstand, also Redfields ist bald zu weit. 9,8. Im Xader, jo. Also, falls ich jemanden vergessen habe, wir haben noch den Leon, aka NCC Enterprise, auf der Liste und einen Brian, aka Gamer One. Also, falls ich jemanden vergessen habe, auf die Liste zu setzen, dann könnt ihr es gerne in die Comments schreiben. Und ich hoffe mal, dass hier gleich einer putzen tut. Na, zumindest nehmen die sich die Zeit, hier alles zu reparieren. Was wird hier gebastelt? Stoffbarke, Moment, zerrissene Kleidung, Lavalion. Was ist denn bei dir so kaputt? Ja gut, machen wir noch ein bisschen Stammeskleidung. Wieder aktivieren. Und ich möchte, dass ihr da kein Stoff für verwendet, nur das Leder. Das Garn bitte auch nicht. Na gut, das kannst du all das ja auch für nehmen. Dann produzieren wir nochmal so 4 Stück. Na ja, wobei, dies normal. Lavalion, zieh dich mal bitte um. Wobei. Geh erstmal raus. Nicht, dass wir das ganze Müll wieder im Lager haben. So. Dann kannst du dich mal ausziehen. Zack. Und das leichte Hemd bitte auch. Ja, die Stoffhose auch. Moment, was ist denn mit deinem Parker? Der geht ja eigentlich noch. Zieh den mal bitte wieder an. Und dann ziehst du mir das hier an. Sehr schön. Dann hat sich das auch erledigt mit den Gerätschaften. Mhm. Risiko Zusammenbruch Hakuya. Warum? So, weiter. Flickenleder, nein. Mütze, Details. Kein Stoff verwenden. Ansonsten bitte alles aus Leder. Die Sam kümmert sich drum. Und Parkers. Bitte auch nicht aus Stoff. Danke. Damit wir halt ein bisschen Leder loswerden, verstehst du? Wir haben so viel Leder mittlerweile. Wie geht's denn den Tieren so hungertechnisch? Gut. Gut.
brauchbar. Gut. Gut. Ja, wo sind denn die anderen Schweinchen? Schweinchen. Hier. Das bist dann du. Alles klar. Gut, nur putzen müsste hier mal ständig jemand. Oh, Versammlung. Hi, hi, hi. Hat noch jemand nicht hi gesagt? Das ist doch schön, wenn ihr euch da alle anfreundet. Wenig Nahrung. Ja gut, das ist gut möglich. Ah ja, Coco braucht dringend mal ein Bett. Da stimme ich zu. Man geht halt momentan nicht. Beim Schlafzimmer sind ja auch bald erledigt. Stoff, einer. Stoff mal 75. Stammeskleidung. Sam, was machst du gerade? Ah, Sam fängt ein Werkstück nach dem anderen an. Ist aber soweit auch in Ordnung. Training fehlgeschlagen. Ja gut. Wie geht's dir denn? Oh, dir geht's eigentlich super. Bis auf den Spaß. Oh, 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 oh. Medizin gibt's nur bei ernsthaften Verletzungen. Redfields? Ah, Gabriel putzt, das ist doch schön. Wenn niemand was zu tun hat, dann putzt er. Das ist super. Lavalion und Nathalie tun Duel forschen. Und Lavalion tut dann wieder kochen. Dann hat dieser Giftregen doch was Gutes. Das ist bald weg. Das dauert. Das dauert. Ist bald weg. Dauert noch ein bisschen. Ja, der Steinbock ist tot. Das sehe ich auch. Wildtiere. Ja, die sterben jetzt einer nach dem anderen weg. Da kann ich leider auch nichts ändern. Da wurde schon Milch abgesaugt. Wolle wurde schon abgesaugt. Ist denn mein anderer Dromedar? Ja, und zumindest unser Spritvorrat wächst. Für schlechte Zeiten, wenn es windstill ist wie jetzt. Aber noch scheint es ja elektrotechnisch gut zu laufen. Scheint. Und wenn ich das so richtig sehe, 1, 2, 3 müssen wir hier Nathalies Zimmer ein bisschen verkleinern. Ich hoffe, Nathalie ist nicht... Nö, passt eigentlich. Haben wir überall Dächer erstellt? Ja, aber ich glaube noch nicht überall gebaut, ne? Das wird auch noch. Oh, das Futter wird weniger. Wollen wir die ganzen Tiere damit futtern? Na gut, die gehen ins Gewächshaus. Weißt du was, ich könnte hier nochmal schnell alles anpflanzen lassen, weil das ganze Futter geht ja nicht kaputt. Arbeit, Feldarbeit, alle bitte. Auch die, die es nicht können. Damit das zügig erledigt ist, damit ihr nicht so lange draußen sein müsst. Heimat. Volle Kraft voraus. Ich frage mich, wie lange diesmal der Giftregen anhalten wird. Coco ist schon mal fleißig dabei, das ist schön. Ja, ist leider ein bisschen dunkel da draußen. Oh, das geht ja schnell. Haben wir irgendwo Feuerbrände? Guck mal, da hat es eingeschlagen. Da brennt's. Wenn wir die jetzt noch schnell jagen, können wir die dann erledigen? Und ist noch irgendwo Feuer? Da oben wurden ein paar Tiere gerissen. Oha. Na komm, geht mal. Oh. Psychisches Brummen nicht so gut.
Starker Schmerz hier. Genau, geht schnell löschen. Das mit dem Feuer ist nicht so cool. Sonst haben wir bald gar kein Holz mehr. Gut, dann können wir hier die Heimzone entfernen. Ach, geht von alleine aus. Das ist gut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Herbert? 2,8%. Genau, pflanzt schneller an. Ist es jetzt normaler Regen? Nebliger Regen. Ah, das Ding ist vorbei, oder? Heftiger Niederschlag? Nee, ist nicht vorbei. Aber schnell, solange es geht, so viel anpflanzen. Ich weiß, die Folge ist auch schon vorbei. Ja genau, lass es mal bleiben. Jetzt ist sie erstmal Party. Ich meine, Freizeit. Dann die Beschränkung bitte wieder auf Schutzzone. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Wunderbar. Da war hier nicht mal ein Baum. Schwierig zu beurteilen. So, die große Frage ist, wie lange wird hier der giftige Niederschlag noch anhalten? Oh, Moment mal. Anwerben. 8,9. Ihr dürftet eigentlich gar keinen Hunger haben gegenwärtig. Wie geht's dir, junges Fräulein? Du bist schon brav am Putzen. Ja, 2,2. Den Rest müssen wir dann bei Gelegenheit wieder einstellen. Oh, Überfall. Outlander der Fraktion Sippschaft von Andum sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Was habt ihr für Waffen? Schwere Maschinenpistole. Alles klar. Ich würde mal sagen, um die Jungs und Mädels hier kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Wir müssen ja erst mal schauen, wo und wie wir sie abfangen. Und ja, das machen wir dann wie gesagt beim nächsten Mal. Also, bis denne. Tschüss.